herzlich willkommen bei Fettorial und Tag Nummer 12 unserer 30-Tage-Challenge. Heute sprechen wir mal wieder über Ernährung. Ich glaube, das Thema habe auch wieder ich mit reingebracht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich könnte mir vorstellen, das, was wir jetzt gleich sagen werden, da wird der eine oder andere denken, ja gut, das weiß man doch. Und das stimmt auch. Man weiß das eigentlich. Mhm. Und trotzdem möchte ich die Situation oder die Gelegenheit nutzen, nochmal wirklich das Offensichtliche auszusprechen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, obwohl irgendwie alle das wissen, machen es doch irgendwie alle anders. Ja. Und heute sprechen wir mal über das Thema Snacks. Also mal irgendwie ein paar Nüsschen zwischendurch, Chips, ein Schokoriegel. Kaffeekuchen nachmittags. Ist auch Snack, oder? Ein Eis jetzt. Also man sieht es zwar heute nicht, aber ist ja gerade wieder so die Jahreszeit, wo das losgeht. Oder auch Getränke, das würde ich auch mal unter Snacks verbuchen. So, ach, jetzt noch ein lecker Eistee, jetzt noch eine leckere kühle Cola und so weiter. Und was ich jetzt sage, wie gesagt, ist keine Neuigkeit, aber das sind sehr häufig Mahlzeiten mit sehr viel Energie. Deswegen schmecken die auch so gut. Und wir müssen uns einfach klar machen, Snacks sind keine Snacks, sondern es sind vollwertige Mahlzeiten. Das ist einfach also so. Also vollwertig im Sinne Energie. Der Kalorienanzahl. Genau. Also man könnte jetzt sagen, ja, natürlich nicht vollwertig im Sinne von, da ist irgendwie alles drin, was wir brauchen. Obwohl das auch nicht gesagt sein muss. Mhm. Also es kann auch sein, dass das von der Verteilung der ganzen Inhaltsstoffe in Ordnung ist. Aber trotzdem, was im Kopf vieler Leute so ist, das ist ja nur ein Snack. Das ist so zwischendurch. Und das stimmt nicht. Mhm. Also man isst nicht eine Tüte Chips mal zwischendurch, sondern das ist ein verdammtes Abendessen oder wann auch immer du das isst. Und sich das wirklich mal klar zu machen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man das Ziel hat, seine Linie auf Dauer mal zu halten. Dann ist natürlich die Frage, wie lassen sich so vermeintlich harmlose Snacks vermeiden oder warum hat man plötzlich das Gefühl, man müsste irgendwie zwischenfuttern? Also ganz wichtig ist eigentlich, dass man sich bei seinen Hauptmahlzeiten wirklich satt isst. Wenn man das natürlich macht, sich mit seinen Hauptmahlzeiten satt zu essen, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, ja, wann esse ich denn jetzt eigentlich Snacks? Ja, blöd, gar nicht. Das ist wirklich, das ist etwas, was ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man sich damit mal abfindet, dass wirklich manche Mahlzeiten oder manche Nahrungsmittel, die man so im Supermarkt findet, dass die, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich keine richtige Daseinsberechtigung haben, außer dass sie geil schmecken. Es gibt eigentlich gar keinen Grund für Knabberkram und Süßkram und so weiter. Das muss man wirklich, leider ist das so. Das ist die Wahrheit. Das heißt nicht, dass ich das nie esse, aber wir müssen ja mal ehrlich sein. Und ehrlicherweise gibt es keine Berechtigung für solche Snacks und auch so Sachen wie Limo, also zuckerhaltige Getränke. Während dem Essen noch eine Cola zu trinken, ich weiß, machen viele, habe ich früher auch gemacht, aber wenn man das einfach mal am besten mal aufschreibt oder sich das mal ausrechnet, dann steht man da und denkt, irgendwie nein. Ja. Also das heißt natürlich jetzt nicht, dass du dir alles, was irgendwie lecker ist oder zu einer bestimmten Jahreszeit passt oder so, verkneifen musst. Das ist es nicht. Es geht einfach nur darum, so das Bewusstsein zu schaffen, dass wenn du dir einen leckeren Eisbecher gegönnt hast, dass du dann nicht irgendwie noch ein volles Abendbrot hinterher schieben musst. So sieht's aus. Oder auch im Winter zum Beispiel mag ich sehr gerne Stollen. Ich mag halt Christstollen, auch wenn ich jetzt Atheist bin, esse ich den ganz gerne. Aber wir müssen uns klar machen, so ein Christstollen, das ist ja wirklich eine Power-Mahlzeit. Ja, da ist Fett drin, da ist Zucker drin, da ist Mehl drin. Da sind alle Komponenten eigentlich Fett drin gepackt. Deswegen passt das auch so gut zum Winter. Aber wenn ich dann irgendwie zwei leckere Stücke Stollen esse, ja, dann gibt es abends halt nicht noch den Schweinebraten. Das ist vielleicht. Und so mache ich das zum Beispiel, wenn ich weiß, ich will auch mal mir irgendwie was gönnen, dann einfach ganz bewusst das machen. Ich will es ja nicht aus meinem Leben verbannen, auch wenn die Mahlzeiten eigentlich nicht notwendig wären. Aber wenn ich sie habe, dann muss halt was anderes dafür wegfallen. Genau. Und das ist ja eh das, was wir hier euch auch so ein bisschen näher bringen wollen, dieses bewusst Dinge tun, bewusst essen, bewusst Sport treiben, wissen, wofür man das macht, um einfach wirklich
mehr seinen eigenen Körper zu spüren und nach dem zu leben, was der Körper auch braucht und will und was ihm wirklich gut tut. Tja, und damit haben wir euch jetzt hoffentlich gehörig den Appetit versaut und hoffen... Nein, hoffen, ihr schaltet trotzdem wieder ein. Nee, ich hoffe natürlich, dass wir euch ein bisschen motivieren dazu. Und es reicht ja einfach manchmal, so diesen Gedanken jetzt mal gehört zu haben und das nächste Mal, wenn man vielleicht so einen unüberlegten Griff eigentlich machen würde zu einem Schokoriegel, dass man dann vielleicht die kleine Melli noch mal im Kopf hat, die sagt, ist das wirklich notwendig? Und dann lässt man es vielleicht aus und über eine lange Zeit reduziert sich dann so das Gewicht und man wird fitter, man wird sportlicher und irgendwann, das kann ich euch auch noch sagen, das Verlangen lässt auch nach. Ja, also, das ist tatsächlich so. Es ist jetzt so, man kann sich da reinsteigern, man kann sich da aber auch wieder raussteigern in diese ganze Snackmanie. Deswegen, also es ist nicht die ganze Zeit schlimm, also sonst würden wir es ja auch nicht machen, wir sind ja nicht bescheuert. Dann heute kein Essen und morgen wieder Workout. So sieht's aus. Bis dahin, macht's gut.